Hallo Leute, heute möchte ich euch Royal Talents Produktion zeigen. Das ist hauptsächlich Firma Art Creation, Ölfarbe von Van Gogh und eine neue unter diese Tochtermarke von Royal Talents, Titan Arts. Das ist etwas Neues und das habe ich am Messe Kreativwort als Geschenk bekommen. Das ist auch Ölfarbe in Farbe Cyan Blue, da kann man hier sehen. Ja, sehr schön. Das landet genau in meine Ölfarbentasche. Das hatte ich hier vor ein paar Tagen gekauft, weil alte Tube leer war. Das ist so türkis, Talo-Türkis Blue. Und das ist irgendwie sehr durchsichtige Farbe und sie macht sehr interessante Kombinationen mit anderen Farben. Das kann man mit Baynes Grau, mit Van Gogh, Van Dyck, Umber und so weiter zusammenmischen. So. Dann, ich hatte auch diese Skizzenblock auch als Geschenk bekommen von Messe. Schon ein bisschen gekleckert. Toll. Ja, das ist der Skizzenblock von Art Creation auch. Ja, und das ist mit irgendwie sozusagen Cremefarbe. In diesem Skizzenblock, das ist nur ein Skizzenblock. Ich denke, da kann man irgendwelche Studien machen oder wie aktuell in Instagram oft populär ist, so. Solche diese so ein Bild malen, nicht auf eine Seite, aber so. Aber dann da ist irgendwie nicht ganz so brauchbar für Verkauf oder ganze Block dann verkaufen. Ja, dann das könnte schwierig sein, doch wegen dieser Schnitt. Außer wenn das so machen, ja, weil da ist aber. Das kann mit anderen schwieriger sein, ja, das ist so. Und deshalb, ich denke, dass ich das benutze als Skizzenblock. Schon gekleckert, toll. Das ist von dieser Farbe. Ich spüre, dass diese Cyan Blue gleich bei dem Indigo Blue landet, wo meine sozusagen sehr Lieblingsfarbe sind. Das war Sarkasmus. So. Und da ist auch Pinsel von dieser Titan Arts. Das ist Synthetik. Und flache Pinsel, was ich sehr mag. Das kann ich auch in Porträtmalerei verwenden. Und ja, das probieren wir gleich aus. So, dann schon früher hatte ich diese Smilt-Art, diese Skizzenblöcke gekauft. Die sind sehr schön klein und das ist eine litauische Marke. Ja, und sie sind auch in sehr großem Sortiment in Lettland verkauft werden. Und ja, diese Format ist sehr gut, das sehr kleine Bilder zu machen oder ein Comics-Bilder so. Ein Comicsbilder
Bild habe ich schon auf Instagram gepostet. Könnt ihr auch das durch den Link in Beschreibung folgen und meine Hasen betrachten. Und das ist Wasserfarben. Ja. Die beide sind irgendwie ungefähr dieses 200 Gramm und das 280. Und noch ein wichtiger Hinweis für diesen Skizzenblock: Das ist nicht so geeignet für Aquarell. Das ist nicht so gut geeignet für Acryl und so weiter. Nur für irgendwelche Linners, Markers, auch Markers sind nicht ganz so toll. Aber für irgendwelche Studien mit Sepia-Stiften, mit Kohlenstiften, mit Farbstiften, sehr weiche Stifte, ja, und so weiter. Das ist brauchbar für solche Ziele. Ja, stelle ich das irgendwo in saubere Ecke zurück. Jetzt gucken wir diese Farben. Ja, das ist. Ich habe gleich hier diese Serviette vorbereitet, das Pinsel sauber zu machen. Und fangen wir an mit helleren. Ja. Und das ist Pastellrosa von Art Creation Acrylfarbe. Das habe ich auch als Geschenk in Messe bekommen. Aber das ist nicht ganz so deckend. Ich habe Vermutung. Machen wir das so. Solche Test. Das sehen, da wir sehen können, wie deckend das ist. Nicht ganz so deckend. Nein. Ja, weil da steht halbdeckend. Dann machen wir Pinsel sauber. Gehen wir zur nächsten Farbe. Pastel Blue. Das ist irgendwie deckender. Ich habe falsche Gecko-Geschreibe ausgewählt. Das verschmiert sich. So. Ja, nicht so sonderlich. Gut, so, das kann man machen. Gehen wir weiter. Dann schöne Pastell-Lila. Ich habe von dieser Marke, eher von Marke Amsterdam, Acrylfarben, sie sind sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dieser. Ich habe zwei große Kisten mit diesen großen Tuben. So, weil normalerweise, wenn es geht um irgendwie, das Bild 60 und 60 cm oder noch größer, da reicht nicht solche kleine Tube. Da braucht man große Tube. Dann weiter ist Silber. Naja, das ist eher Permutter. Ich weiß nicht. Sehr sozusagen dünn. Und weiter. Dann Metallic Blue.
Das sieht schön aus. Das kann man hier sehen, wie das glitzert. Und Gold. Okay. So. Ich überlege mal, was ich damit mit dieser Kombination mache. Wahrscheinlich male ich eine Hase oder ein Comics. Muss man überlegen, was genau. Ja, ich wünsche euch schon entspannter Moment mit schöner Musik, einen Erschaffungsprozess von Bild zu betrachten und genießen. Musik